Hi, hier ist Julia von You Love Yoga und herzlich willkommen zum neuen Video, einem Rückbeugen Flow. Wir haben heute eine Peak Pose in der Sequenz und zwar Urdhva Dhanurasana, das ganze Rad. Das ist eine sehr tiefe Rückbeuge und Öffnung der Vorderseite und in unserer Sequenz bereiten wir uns super gut vor auf diese Haltung und ich zeige dir dann auch mit verschiedenen Hilfsmitteln einige Herangehensweisen, wie man sich diese doch relativ fortgeschrittene Haltung etwas zugänglicher machen kann. Der Flow ist gut für dich geeignet, wenn du schon ein bisschen Yoga-Erfahrung hast, denn ich erkläre nicht alles von Grund auf und außerdem praktizieren wir auch ein paar fortgeschrittene Haltungen. Wenn dir You Love Yoga und die kostenlosen Videos gut gefallen, abonniere meinen Kanal und unten in der Videobeschreibung findest du ein paar Links, wie du mich unterstützen kannst. Als Hilfsmittel für die Praxis brauchst du zwei Klötze, eine Decke und einen Strap. Wenn du keine Klötze hast, kannst du auch später einfach deine Decke zusammenrollen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei deiner Praxis. Wir fangen an mit Balasana, mit der Variante, wo die Knie mattenbreit geöffnet sind, sich deine großen Zehen noch berühren. Dein Gesäß ist auf den Fersen abgelegt und du läufst mit den Händen nach vorne, legst dann deinen Oberkörper zwischen deinen Beinen ab und legst dann Stirn oder Kinn auf der Matte ab. Lass hier mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr los und lass deinen Brustkorb nach unten Richtung Matte sinken. Verbinde dich mit deiner Atmung und lass dich von dir in diesen Moment holen. Wenn du dir eine Intention für deine Praxis setzen möchtest, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Vielleicht fällt dir ganz intuitiv was ein oder du wählst etwas, was zum Thema passt, zum Thema Rückbeugen, die sehr viel mit Vertrauen und Sicherheit zu tun haben. Oder anders ausgedrückt, die Gegenbewegung zu Rückbeugen ist ja, wenn man die Vorderseite zumacht, sich verschließt. Und das hat immer was damit zu tun, dass man Angst hat und sich beschützen möchte. Die Vorderseite, die ja so verletzlich ist, wo die ganzen Organe sitzen, möchte man zumachen und nichts von sich preisgeben. Und umgekehrt öffnet man sich der Welt mit Rückbeugen und sagt eigentlich so, hallo, hier bin ich. Und vertraut auch, dass das dann okay ist. Vielleicht ist das ja eine mögliche Intention für dich. Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge hier. Lass dich mit jeder Ausatmung tiefer nach unten sinken. Spür, wie der Brustkorb geöffnet wird. Vielleicht spürst du auch eine Dehnung in deinem Trizeps. Und dann lauf die Hände langsam wieder zurück Richtung Knie. Bring die Knie zusammen. Bring die Hände dann hinter dich. Die Fingerspitzen zeigen nach vorne. Und löse dann deine Knie von der Matte, so dass du eine Dehnung im Fußrücken verspürst, die vielleicht sogar bis in die Schienbeine nach oben geht. Wir werden heute die gesamte Vorderseite öffnen, um es uns besonders leicht in unserer Peak Pose zu machen, die heute Urdhva Dhanurasana ist. Urdhva Dhanurasana ist das ganze Rad. Dann löse auf, bring die Knie wieder nach unten. Und die Hände vor dich kommen in den Vierfüßlerstand.
Verbinde dich mit deiner Atmung, aktiviere vielleicht sogar deine Ujjayi-Atmung, ein sanftes Rauschen im Rachen. Und komm mit deiner nächsten Einatmung in die Kuhposition. Bring dein Herz durch die Arme durch. Ausatmen, mach dich rund, Wirbel für Wirbel mit der gesamten Länge der Ausatmung. Kehrst du die Bewegung um. Einatmen, wieder nach vorne. Ausatmen in den Katzenbuckel, lass den Kopf schwer hängen. Ein letztes Mal einatmen nach vorne. Ausatmen, kehr die Bewegung um. Komm jetzt in eine neutrale Stellung zurück. Wir möchten uns jetzt auf die Handgelenke fokussieren und auch diese ein bisschen aufwärmen, da wir ja im ganzen Rad eine extreme Beugung hier dann drin haben werden. Bring ganz viel Gewicht in deine Fingerspitzen, sodass die Fingerkuppen eigentlich schon weiß werden. Press dann richtig fest nach unten in die Matte, bis deine Hände zeltartig aufgestellt sind. Halte hier, die Schultern sind aktiv, vor allem aber auch deine Unterarme, die dich hier halten. Und dann löse auf, komm wieder nach unten. Bring wieder Gewicht in deine Fingerkuppen, press fest nach unten, komm nach oben, löse die Handfläche von der Matte, press richtig fest in die Fingerkuppen, ganz aktiv hier und löse auf, wieder nach unten. Ein letztes Mal, press in die Fingerkuppen, löse die Handflächen von der Matte, press richtig fest nach unten, spür, wie die Unterarme hier arbeiten und dann löse auf. Fang an, mit deinem Oberkörper über die Handgelenke Kreise zu drehen. Die können so groß oder so klein sein, wie es für dich gut passt. Spür auch hier, wie sich die Gewebe um dein Handgelenk herum ein bisschen aufwärmen, daran gewöhnen, dass sie gleich ein bisschen belastet werden. Dreh deine Kreise auch mal um. Und dann komm langsam zur Mitte zurück. Dreh deine Hände jetzt um, sodass die Fingerspitzen zu deinem Körper zeigen. Wenn das dir hier zu viel Gewicht ist, dann kannst du dich auch einfach auf deine Fersen setzen und das Ganze dann ohne dein Körpergewicht machen. Sei achtsam mit dir. Sei deine eigene Lehrerin oder dein eigener Lehrer und hör auf deinen Körper. Hör auf das, was er dir sagt. Dann löse auf. Stell hinten deine Zehen auf. Hol die Hände vielleicht ein Stückchen weiter nach vorne, je nachdem, wie du dein Setup gerne hast für den herabschauenden Hund. Und dann press Gewicht in deine Zehenspitzen. Streck die Beine aus. Hol die Fersen nach unten Richtung Boden, auch wenn sie da nicht aufkommen müssen. Und wenn du möchtest, beweg dich ein paar Mal hier durch den herabschauenden Hund, beug die Knie abwechselnd, schieb die Hüften hin und her, finde dich hier ein. Schaff Länge im Rücken, hab die Schultern auch aktiviert. Und dann komm langsam in Ruhe. Beug hier im herabschauenden Hund seine Knie leicht, richte den Blick nach vorne. Und dann lauf in kleinen Schritten nach vorne zwischen die Hände. Vorne angekommen, bring die Hände auf die Schienbeine, mach den Rücken lang, schau nach vorne. Ausatmen mit leicht gebeugten Knien, beug dich von über. Einatmen, zieh nach oben mit den Händen Urdhva Hastasana. Und ausatmen, bring die Hände vors Herz. Einatmen, heb die Hände. Und den Blick. Ausatmen, beug dich von über. Einatmen, Hände auf die Schienbeine, langer Rücken. Ausatmen, hol die Hände wieder nach unten, steig mit dem linken Fuß zurück und wenn du möchtest, leg dir gerne deine Decke unters Knie, komm in den tiefen Ausfallschritt.
Einatmen, hol die Arme nach oben. Und jetzt bring noch mal kurz deine Aufmerksamkeit in deinen vorderen Fuß, in den rechten Fuß. Du möchtest, dass der gleichmäßig nach unten mit der Erde verbunden ist. Das heißt, die große Zehseite, kleine Zehseite und die Ferse bilden so ein Dreieck. Und an diesem Dreieck sind alle drei Punkte, die gleichmäßig nach unten pressen. Außerdem ist dein rechtes Gesäß hier aktiv und du schaffst Länge im linken Hüftbeuger. Atme hier ein, zieh mit den Armen nach oben, die Schultern holst du gleichzeitig nach unten. Und ausatmen, bring die Arme in deine Kaktusstellung, öffne den Brustkorb. Hol die Arme dann nach unten und einatmen, hol sie wieder nach oben ausgestreckt. Ausatmen in die Kaktusarme, öffne die Vorderseite, den Brustbereich. Einatmen, schwing die Arme wieder nach oben. Ausatmen, Kaktusarme. Einatmen, nach oben. Ausatmen, hol die Hände nach unten. Stell hinten die Zehen auf. Hol das Knie weg von der Matte. Die Decke kann auf die Seite. Und dann steig mit dem rechten Fuß zurück in die schiefe Ebene. Hol gerne die Knie nach unten. Presst die Schultern gerundet nach oben, Bauchmuskeln aktiv. Mit deiner Ausatmung komm nach unten, leg dich auf der Matte ab. Bring jetzt deine Hände nach vorne, also die Arme ausgestreckt und du stellst deine Hände wieder in diesem Zelt auf, das wir gerade eben schon beim Aufwärmen hatten. Deine zehn Zehen hinten pressen gleichmäßig nach unten in die Matte. Und mit deiner Einatmung hebst du den Brustkorb von der Matte weg. Die Rückenmuskeln arbeiten hier, deine Fingerkuppen pressen sanft nach unten in den Boden. Atme aus, komm wieder nach unten. Entweder bleib hier oder hol deine Hände näher zu dir heran, ungefähr ein Drittel von dem Weg. Press wieder alle zehn Zehen nach unten in die Matte und mit deiner Einatmung komm auch hier wieder nach oben. Die Rückenmuskeln arbeiten. Du presst auch hier wieder Gewicht in deine Fingerkuppen. Vielleicht streckst du dann sogar die Arme durch und kommst etwas höher in deine Kobra. Sei achtsam mit deinem unteren Rücken. Wenn du hier merkst, das ist ganz unangenehm, dann bleib bei der Variante von zuvor. Ausatmen, komm wieder nach unten. Die dritte Variante. Entweder bleib hier. Oder hol die Hände noch ein Stückchen näher zu dir heran. Immer noch so in dieser Zeltform aufgestellt. Einatmen. Richte dich erst mit den Rückenmuskeln auf. Und wenn du möchtest, streck die Arme weiter aus. Die Fingerkuppen pressen nach unten. Du öffnest die Vorderseite und stärkst die Rückseite. Und ausatmen. Komm wieder nach unten. Hol die Hände unter deine Schultern. Stell hinten die Zehen auf. Press dein Gesäß erst ein bisschen nach hinten Richtung Fersen und streck dann die Beine aus für den herabschauenden Hund. Einatmen, streck das linke Bein nach oben aus, Hüften bleiben parallel. Ausatmen, hol das Knie nach vorne zur Nasenspitze, die Schultern gerundet. Einatmen, streck das Bein nach hinten aus. Ausatmen, steig ganz geräuschlos zwischen deine Hände, hol dir vielleicht wieder deine Decke unters Knie und komm in den tiefen Ausfallschritt. Einatmen, hol die Arme nach oben. Ausatmen, presst den linken Fuß gleichmäßig in die Matte, aktiviere deine linke Gesäßhälfte. Atme nochmal ein, streck dich nach oben und ausatmen, Arme in die Kaktushaltung. Und nach unten, schwing sie mit der Einatmung wieder nach oben. Ausatmen, Kaktusarme, öffne die Vorderseite nach unten und mit der Einatmung gehen die Arme wieder nach oben. Ausatmen, Kaktusarme. Einatmen, schwing die Arme nach oben. Ausatmen, die Hände rechts und links neben den Fuß, stell hinten die Zehen auf. Hol das Knie weg von der Matte, die Decke gerne nach unten nebenan, also neben die Matte, und hol den rechten Fuß nach vorne. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, beug dich vornüber. Einatmen, zieh nach oben.
Ausatmen, beug dich gleich wieder vornüber. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, diesmal steigt das rechte Bein zurück. Wenn du möchtest, gerne wieder die Decke und das Knie. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, diesmal bring deine Handflächen zusammen. Beug deine Arme an den Ellenbogen und hol die Hände nach unten in den Nacken. Deine Ellenbogen zeigen gerade nach oben Richtung Decke. Und vielleicht spürst du hier im Trizeps eine sanfte Dehnung und eine Öffnung in deiner Vorderseite. Einatmen, die Arme ziehen nach oben. Ausatmen, Hände nach unten. Stell hinten die Zehen auf, Knie weg von der Matte, Decke zur Seite. Steig mit dem linken Fuß zurück. Komm in die schiefe Ebene. Bauchmuskeln aktiv, Schultern pressen nach oben. Atme hier ein und wenn du möchtest, geh durch Chaturanga, bis du am Boden aufkommst oder bring vorher die Knie auf die Matte. Senk dich ganz nach unten ab. Lass die Arme da, wo sie sind, unter den Schultern und mit deiner Einatmung heb dich nach oben in die kleine Kobra. Lass die Rückenmuskeln hier arbeiten. Der Nacken lang. Nochmal einatmen hier. Und ausatmen. Komm nach unten. Press den Po zurück. Stell die Zehen auf. Komm in den herabschauenden Hund. Einatmen. Der rechte Fuß zieht nach oben. Ausatmen, hol das Knie nach vorne zur Nasenspitze, Schultern gerundet. Einatmen, streck dich lang. Ausatmen, steig den rechten Fuß geräuschlos zwischen die Hände. Hol das linke Knie nach unten. Einatmen, richte dich auf. Bring dann deine Handflächen zusammen, beug die Arme und bring die Hände in deinen Nacken nach unten. Lass dich tief ins linke, die linke Hüfte sinken. Mach hier die Vorderseite wieder auf, hol die Ellenbogen auch nahe zum Kopf heran und lass sie nach oben Richtung Decke zeigen. Der Nacken bleibt trotzdem lang. Einatmen, löse auf, Arme wieder nach oben. Ausatmen, die Hände nach unten, stell hinten die Zehen auf, Knie weg von der Matte und dann steig nach vorne. Atme ein, langer Rücken. Ausatmen, beug dich von über. Einatmen, beug die Knie, schwing die Arme am Körper vorbei, komm nach oben in Utkatasana. Ausatmen, bring die Hände hinter dich, verschränk die Finger ineinander. Einatmen, öffne die Vorderseite, zieh die Schulterblätter zusammen und ausatmen, leg den Bauch auf deinen Oberschenkeln ab und beug dich von über. So weit, wie es für dich geht. Du kannst die Knie auch sehr weit beugen, wenn es für dich hilfreich ist. Atme hier in die Öffnung der Vorderseite hinein. Lass den Kopf schwer hängen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier. Lass die Hände los. Einatmen, zurück in den Stuhl. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Beug dich tief nach unten und dann dreh dich nach rechts auf. Der linke Trizeps kommt auf die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Der rechte Ellenbogen zeigt gerade nach oben. Gewicht ist gleichmäßig in beiden Füßen verteilt. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz, beug dich nach vorne und jetzt bring deinen rechten Trizeps auf die Außenseite des linken Oberschenkels.
Einatmen, löse auf, komm nach oben, streck die Beine aus und ausatmen die Hände neben den Körper. Nimm ein paar tiefe Atemzüge hier in Tadasana. Spür dich fest verwurzelt mit deinen Füßen im Boden. Du stehst aufrecht, schaffst Platz zwischen deinen Schlüsselbeinen. Du bist stark, selbstbewusst, präsent, hier im Moment. Und dann fließen wir weiter. Atme ein, bring deine Arme nach oben. Ausatmen, bring den rechten unterm linken Arm hindurch und komm in die Adlerarmposition. Entweder die volle Variante oder als Alternative kannst du einfach deine gegenüberliegenden Ellenbogen greifen. Setz dich tief nach unten in die Hocke, heb dein rechtes Bein an und schwing es ums linke herum. Entweder einmal oder vielleicht kannst du die Zehen sogar auf der Außenseite deines linken Beines umwursteln, stecken. Spür hin die Öffnung der Schultern. Gleichzeitig auch schaffst du Konzentration hier. Lass deine Arme so, wie sie sind. Löse deine Beine auf und steig mit dem rechten Fuß zurück. Entweder in eine High Lunge Position oder du drehst den Fuß in 45 Grad schräg diagonal nach vorne und kommst dann mit den Füßen in eine Krieger 1 Position. Spür dich hier stark und aktiv. Du sinkst ungefähr in 90 Grad Winkel in deinem linken Knie. Hol deine Ellenbogen ein bisschen nach oben mit der Einatmung und ausatmen. Komm in den friedlichen Krieger oder ergebener Krieger, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Lass die Arme schwer nach unten sinken. Lass den Kopf schwer werden. Lass die Hüften parallel nach vorne zeigen. Man hat oft eine Tendenz, dass die rechte Hüfte nach hinten aufgeht. Hol die rechte Hüfte wieder ein Stückchen nach vorne. Einatmen, komm wieder nach oben mit den Armen. Bleib in deiner Kriegerposition, auch wenn da schon ganz viel Hitze im linken Bein entsteht. Löst die Arme auf, schwing sie nach oben und diesmal beugst du nur deinen rechten Arm und bringst die Hand flach nach unten an deinen unteren, oberen Rücken. Die linke Hand kannst du entweder an deinen rechten Ellenbogen bringen und den Arm noch ein bisschen weiter zu dir Richtung Kopf ziehen, um noch eine dollere Dehnung in deinen Trizeps zu erfahren. Wenn du möchtest und das für dich möglich ist, kannst du mit der linken Hand auch von unten am Rücken entlang gleiten und vielleicht findest du deine Finger oder du bleibst einfach bei dieser Variante. Atme ein, löse die Hände auf, streck die Arme nach oben aus, ausatmen, bring die Hände nach unten, huf, und endlich kriegt das linke Bein eine Pause, steig zurück in deine schiefe Ebene. Aktivier deine Bauchmuskeln, aktivier die Schultern und mit einer Ausatmung kommst du in deiner Variation nach unten auf die Matte. Leg deine Stirn auf der Matte ab. Streck die Arme nach hinten aus. Und wir kommen jetzt in Shalabhasana, die Heuschrecke. Mit deiner Einatmung hebst du die Arme vom Boden, hebst die Beine vom Boden, hebst das Brustbein vom Boden und fliegst nach oben, eigentlich so wie Superwoman oder Superman. Nur noch deine Beckenknochen sind mit der Matte verbunden. Du hebst den Oberkörper, du hebst die Beine an, deine Schulterblätter ziehen zusammen und nach unten Richtung Gesäß. Der Nacken bleibt lang, der Rücken wird gestärkt, die Vorderseite geöffnet. Und ausatmen, komm wieder nach unten. Bring die Hände unter deine Schultern,
Press den Po zurück. Stell die Zehen auf. Streck die Beine aus. Herabschauender Hund. Nimm 2, 3 tiefe Atemzüge hier zum Durchatmen. Und schau nach vorne zu deinen Händen und lauf oder springen die Füße nach vorne. Einatmen in den langen Rücken. Ausatmen, beug dich vornüber. Einatmen, zieh nach oben mit den Händen. Und ausatmen, bring diesmal den linken unterm rechten Arm hindurch für die Adlerarme. Entweder die komplette Variante oder du greifst deine gegenüberliegenden Schultern. Setz dich tief nach unten. Und diesmal schwingt das linke Bein ums rechte herum, entweder nur einmal oder vielleicht können deine Zehen sogar auf der anderen Seite wieder rausschauen. Such dir für die Augen einen Fixpunkt. Und wenn du mit so Balancehaltungen Probleme hast, dann musst du jetzt nicht glauben, dass du ein schlechterer Mensch wirst. Das ist vollkommen normal. Es geht auch nicht jeden Tag gleich. An manchen Tagen geht es besser, an anderen nicht so gut. Das ist vollkommen okay. Du kannst, wenn dir das passiert, das gleich nutzen, um zu beobachten, wie du darauf reagierst, welche Gedanken aufkommen, welche Gefühle dabei aufkommen. Und kannst das für dich dann gleich als Möglichkeit nutzen, dich besser kennenzulernen und gelassener damit umzugehen. Löst die Beine auf, lass die Arme wie sie sind, steig den linken Fuß zurück. Entweder in so einen hohen Ausfallschritt oder du bringst den Fuß in 45 Grad. Schieb deine linke Hüfte gleich mal ein bisschen nach vorne, komm tief nach unten ins rechte Knie. Atme ein, hol deine Ellenbogen ein bisschen nach oben. Und ausatmen, komm nach unten. Den ergebenen Krieger, lass die Arme schwer werden, die musst du jetzt eigentlich gar nicht mehr halten. Lass den Kopf schwer werden. Schieb die linke Hüfte ein bisschen nach vorne, die rechte zurück. Und komm nochmal tief ins rechte Knie. Dann löst auf, komm nach oben, löst die Arme auf, streck beide nach oben aus, bleib tief in deinem Krieger. Mir brennt es auch im Oberschenkel, halte noch durch, du schaffst es. Beug jetzt deinen linken Arm und hol die Handfläche an deinen oberen Rücken. Greif mit der rechten Hand an deinen Ellenbogen und hol den Arm noch ein Stückchen zurück. Du möchtest eine Dehnung hier im Trizeps spüren. Du kannst wahlweise auch die rechte Hand von unten deinen Rücken nach oben laufen lassen. Vielleicht können sich die Fingerspitzen berühren. Schenk dir ein Lächeln, vor allem wenn es schwierig wird oder anstrengend. Dann löse auf, hol beide Arme nach oben und ausatmen. Huf, endlich hol die Hände nach unten, steig mit dem rechten Fuß zurück in deine schiefe Ebene. Hol die Knie nach unten oder auch nicht, deine Wahl, und komm dann ganz nach unten auf die Matte. Wir kommen noch einmal in Shalabhasana. Du kannst entweder die Variante wählen von eben mit den Armen zurück oder du bringst deinen Arm in die Kaktushaltung und hebst dich dann so gleich vom Boden weg. Mach dich bereit. Mit deiner Einatmung hebst du wieder die Beine, die Arme und den Brustkorb von der Matte weg. Wenn du die Arme in der Kaktusstellung hast, dann schieb deine Schulterblätter zusammen, spür, wie dein ganzer Rücken hier arbeitet und gestärkt wird, sich aufwärmt. Lass den Nacken lang, komm vielleicht noch ein Stückchen weiter nach oben und ausatmen, komm nach unten. Mach mit deinen Händen ein kleines Kissen, leg deine Stirn drauf ab und mach kurz Pause.
Bleib jetzt entweder bei Shalabhasana, der Haltung, die wir gerade gemacht haben, oder komm weiter in Danyurasana. Dafür beugst du beide Knie an und greifst dann von außen an deine Füße. Drück jetzt deine Beine in deine Hände hinein und öffne so deinen Bogen. Komm nach oben. Die Vorderseite wird geöffnet. Die Oberschenkel sind im besten Fall weg von der Matte, pressen in die Hände und nach oben gleichzeitig. Löse deinen Bauch von der Matte, spann den Bogen hier richtig auf. Das ist eine anstrengende Haltung, die dich sehr gut öffnet in der Vorderseite. Komm noch ein Stückchen höher, halte hier und dann löse auf. Kurze Pause. Bring deine Hände unter die Schultern, lass den Po zurück. Ganz kurz eine Gegenbewegung in der Haltung des Kindes. Dann komm nach oben in den herabschauenden Hund. Atme ein, bring dein rechtes Bein nach oben. Ausatmen, steig zwischen deine Hände. Du kannst jetzt aussuchen, ob du das lieber mit dem Knie am Boden machen möchtest oder in der Luft, je nachdem, wie müde du schon bist und wie viel Kraft du dir noch aufheben möchtest. Mit deiner Einatmung, egal in welcher Variante, hol die Arme nach oben und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz. Und dann bring wieder deinen linken Trizeps auf die Außenseite deines rechten Oberschenkels und dreh dich auf zur Seite. Stell dir vor, mit jeder Einatmung schaffst du Länge im Rücken und mit jeder Ausatmung drehst du dich ein bisschen weiter auf. Was wir hier machen, ist nochmal ein bisschen mehr Beweglichkeit im Oberkörper schaffen, sodass wir dann gleich mit Leichtigkeit in Urdhva Danyurasana kommen können. Löse auf, hol die Arme wieder nach oben. Und jetzt kommt gleich eine crazy Transition, also Achtung. Bring mit deiner Ausatmung die Hände rechts und links neben deinen Fuß nach unten. Wenn das Knie noch in der Luft ist, heb es jetzt an. Und jetzt versuchen wir, in einer Bewegung in den Delfin mit drei Beinen zu kommen, also dreibeiniger Delfin. Das heißt, du streckst jetzt das rechte Bein nach hinten aus und kommst gleichzeitig nach unten auf die Unterarme. Und wenn es nicht in einem Rutsch klappt, mach dir nichts draus, Übungssache. Komm trotzdem hier in die Haltung mit ein paar Zwischenschritten. Hol dann dein rechtes Bein nach unten. Bleib hier im Delfin, press die Unterarme richtig fest nach unten in die Matte. Du spürst richtig, wie du weiter nach oben dich anheben kannst, indem deine Schultern hier aktiv sind. Dann lauf die Füße zurück. Komm in den Unterarmstütz. Auch hier sind deine Schultern aktiv. Wenn du merkst, du hängst hier so ab, ist es nicht so gut für die Gelenke. Also komm richtig nach oben, Bauchmuskeln auch aktiv. Schenk dir ein Lächeln, auch wenn es anstrengend ist oder gerade dann. Dann lauf die Füße wieder zu dir heran, Delfin, und probier mal, ob du es schaffst, dich in einem Rutsch jetzt nach oben in den Hund zu drücken. Und einen tiefen Atemzug hier. Bring jetzt dein linkes Bein nach oben. Mit deiner Ausatmung steig nach vorne zwischen die Hände und hol das rechte Knie entweder nach unten
oder lass es in der Luft, wenn du dich noch ein bisschen mehr herausfordern möchtest. Komm nach oben mit deiner Einatmung und ausatmen, Hände vors Herz, dreh dich nach links. Bleiben hier für ein paar Atemzüge, damit du die Haltung richtig genießen kannst. Und bleib auch mit den Gedanken immer bei deiner Praxis. Das Schöne an der Praxis, es gibt so viele Dinge, auf die man sich konzentrieren kann und muss, wie die Haltung, was man im Körper so spürt, wie der Atem so ist, was man so für Gedanken hat und so weiter, dass man dadurch eigentlich so viel Konzentration schafft, dass man mal eine Auszeit vom Alltag bekommt. Auszeit vom Gedankenkarussell. Löse wieder auf, hol die Arme nach oben, einatmen, ausatmen, hol die Hände rechts und links neben deinen linken Fuß. Stell den rechten Fuß auf, hol das Knie weg von der Matte und jetzt kommt wieder unsere Crazy Transition, also Achtung. Hol gleichzeitig den linken Fuß nach hinten in die Luft und komm nach unten auf deine Unterarme. Dreibeiniger Delfin. Dann hol das linke Bein nach unten. Presst den Boden von dir weg, die Schultern aktiv. Lauf die Füße zurück, zweites Mal Unterarmstütz. Press auch hier wieder die Schultern nach oben, Bauchmuskeln aktiv, die Fersen ziehen so ein bisschen zurück. Du bist eine gerade, starke Linie. Und dann bring die Knie nach unten, lass den Po auf die Fersen sinken. Ruhe dich kurz in Balasana aus. Komm jetzt von hier nach oben in den Vierfüßlerstand. Du kannst dir hier was unter die Knie legen, wenn die recht empfindlich sind. Und leg dir am besten einen Klotz bereit. Ist kein Muss, ist optional, aber wenn du einen hast, kannst du es mal ausprobieren, eine Variante. Lauf dann mit deinen Händen weiter nach vorne. Schieb gleich mal deine Hüften ein Stückchen zurück, aber nicht sehr viel. Nur so, dass die Hüften über den Knien bleiben. Lauf weiter mit den Händen nach vorne. Lass deine Brust nach unten Richtung Matte sinken. Und entweder bleibst du nur hier, atmest dich hier mit jedem Atemzug tiefer in die Haltung. Oder wenn du die Variante probieren möchtest, leg dir deinen Block nach vorne zwischen die Hände. Komm wieder nach unten in die Welpenhaltung. Und dann heb den Block mit deinen Händen an, sodass er jetzt über deinem Kopf ist und du nochmal eine intensivere Dehnung in deinem Trizeps spürst. Dann löse auf, hol erst den Klotz wieder nach unten und komm dann nach vorne in die Bauchlage. Klotz kann erstmal auf die Seite. Ich muss mich jetzt rumdrehen, weil ich hier nicht genug Platz habe. Wir gehen jetzt nochmal in eine schöne Dehnung hier im Pectoralis, im Brustmuskel. Dafür bringst du deine Arme wieder in die Kaktusstellung. Neben dich presst dann Gewicht in deine linke Hand und rollst dich über die rechte Schulter auf. Du kannst deinen linken Fuß hinter dir abstellen. Wenn es zu intensiv ist, bleib gerne aber auch mit dem Fuß irgendwo da, wo er für dich irgendwie angenehm liegen bleiben kann.
Du möchtest eine angenehme Dehnung in deinem Brustbereich, so über die Achsel hinweg in den Arm hineinspüren. Atme hier tief und gleichmäßig. Dein Kopf oder deine rechte Wange ist auf der Matte abgelegt. Sammel hier ein bisschen Kraft für unsere Peak Pose, die gleich kommt. Komm ganz langsam wieder zurück zur Mitte. Bring jetzt deinen linken Arm in die Kaktushaltung. Ich kann das leider nicht machen, mir das in der Schulter wehtut. Deswegen strecke ich meinen Arm aus. Ist auch immer eine Variante, wenn du das auch nicht gerne machst mit den Kaktusarmen. Press Gewicht in deine rechte Hand. Roll dich auf. Eventuell stellst du den rechten Fuß hinter dir ab. Deine linke Wange ist auf der Matte abgelegt. Und schicke auch hier deinen Atem in die Dehnung hinein. Stell dir vor, deine Lunge dehnt sich bis dahin aus, wo du diese Dehnung spürst. Und versuch mit jeder Ausatmung ein bisschen mehr in die Dehnung hinein zu entspannen. Dann komm zurück zur Mitte. Und roll dich von hier auf den Bauch. Schnapp dir einen Klotz oder ein dickes Kissen, eine zusammengerollte Decke. Es sollte ungefähr so breit sein, dass deine Knie noch in einer Linie mit den Hüften sind, wenn du dir diesen Gegenstand zwischen deine Beine klemmst. Nimm dich jetzt hier erstmal auf dem Rücken liegend wahr. Spür, wie deine beiden Füße gleichmäßig mit der Erde verbunden sind. Spür deine Schulterblätter schwer nach unten in den Boden sinken. Und nimm dann deine Oberschenkelinnenseiten wahr. Die sind ja ganz angenehm leicht aktiviert, um den Klotz zwischen den Beinen zu halten. Aber sind jetzt auch nicht so angespannt, dass man das gar nicht halten könnte. So irgendwas in der Mitte. Und merke diese Anspannung der Oberschenkel-Innenseiten, die ist sehr wichtig, wenn wir dann in die volle Haltung gehen. Warum, erkläre ich dir gleich, wenn wir in die Bewegung gehen. Spür wieder deine Füße fest verbunden, der Klotz noch zwischen den Beinen, spür deine Schulterblätter und mit deiner Einatmung presst du deinen Po nach oben, sodass du in die Brücke kommst. Jetzt sind wirklich nur noch Füße und Schulterblätter, vielleicht die Arme, mit dem Boden verbunden. Jetzt spürst du, dass die Oberschenkelinnenseiten noch ein bisschen doller arbeiten müssen, denn um dich hier nach oben zu drücken, musst du deinen Gluteus Maximus aktivieren, also deinen großen Po-Muskel. Und der macht nicht nur diese Bewegung, dass du dich hier nach oben drücken kannst, der macht als Bewegung auch, dass die Beine nach außen rotieren, also dass deine Knie sich öffnen. Und um diesem Knieöffnen entgegenzuwirken, brauchst du jetzt die Kraft aus den Oberschenkelinnenseiten. Und wir wollen unsere Knie in einer Linie mit den Hüftknochen behalten, damit die Knie geschützt bleiben und die Haltung sich organischer anfühlt für uns. Deswegen brauchen wir bei diesen Rückbeugen immer die Aktivität hier im Gesäß. Die ist sehr, sehr wichtig, um uns nach oben zu drücken. Aber wir brauchen auch die Aktivität in den Oberschenkelinnenseiten. Und dann löse wieder auf. Du kannst jetzt gerne die zweite Runde entweder nochmal mit Klotz machen oder ohne, um dir das noch ein bisschen mehr ins Gedächtnis zu brennen. Spür wieder deine Basis, Füße und Schulterblätter. Mit deiner Einatmung presst du dich nach oben, jetzt vielleicht ohne Klotz, und spürst, wie wieder
die Oberschenkelinnenseiten hier aktiv sind. Wenn du kannst auch mal ausprobieren, sie loszulassen, was dann passiert ist. Wenn du dich wirklich nur mit dem Po nach oben drückst, dann gehen die Knie so nach außen. Das wollen wir nicht. Aktiviere die Oberschenkelinnenseiten wieder und drück dich dann so nach oben. Und dann löse auf. Komm nach unten. Kurze Pause. Du kannst die Knie ungefähr mattenbreit, die Füße mattenbreit auseinanderbringen und die Knie dann ineinander fallen lassen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann zeige ich dir Varianten von Urdhva Dhanurasana und wie du dir diese Haltung vielleicht ein bisschen aneignen kannst. Es wäre ganz gut, wenn du deine Matte jetzt an deine Wand schiebst. Wenn du keine Wand hast, ist das auch nicht so schlimm. Du kannst das, was ich dir jetzt gleich zeige, auch ohne Wand probieren, so vom Gefühl her zumindest. Komm relativ nah an deine Wand heran, lass hier vielleicht so 20 cm, 30 cm Abstand und knie dich auf deine Fersen. Wenn es auf den Fersen so nicht geht, schieb dir gerne einen Klotz dazwischen, dann machst du es ein bisschen einfacher. Bring jetzt deine Arme nach oben und beug an deinen Ellenbogen, so wie wir es heute schon ein paar Mal gemacht haben. Und press dann, dreh deine Handflächen Richtung Wand um und versuch mal an die Wand zu greifen und dich dann so von der Wand wegzudrücken. Versuch gleichzeitig deine Ellenbogen nah aneinander zu lassen, deine Brust hier öffnen. Das ist eigentlich schon das, was dann auch im Urdhva Dhanurasana passiert. Versuch hier die Wand wirklich wegzupressen, deinen Oberkörper nach vorne zu holen. Und löse auf. Jetzt haben wir eigentlich alle Teilbewegungen, die wir brauchen, geübt. Ich zeige dir eine Variante, die du probieren kannst, wenn du mit den Handgelenken Probleme hast, weil man die ja wirklich extrem hier beugen muss. Und dafür kannst du dir zwei Klötze schräg gegen deine Wand stellen. Und auf diesen Klötzen wirst du dann gleich deine Hände ablegen. Das verringert den Winkel und macht es einfacher, sich nach oben zu drücken. Komm in die Rückenlage. Stell deine Füße auf, Knie in einer Linie mit den Hüftknochen. Bring deine Hände an deine Klötze, so dass deine Finger zu dir zeigen, also eigentlich normales Setup. Oder du greifst die Klötze auch, das kannst du auch mal probieren, ob dir das irgendwie gut tut. Und dann press, genau wie wir es gerade gegen die Wand gemacht haben, die Klötze von dir weg. Dann merkst du schon mal, dass du dich hier im Oberkörper heben kannst. Press jetzt isoliert davon einmal noch deine Füße in die Matte, aktiviere die Oberschenkelinnenseiten und du kommst hier im unteren Teil deines Körpers nach oben. Und jetzt versuchen wir mal, diese beiden Dinge zu kombinieren. Also, press in deine Hände, press in deine Füße, komm vielleicht so ein bisschen auf deine Kopfkrone, aber die Arme sind aktiv, pressen und dann press vielleicht noch ein bisschen mehr in deine Arme und komm nach oben in Urdhva Dhanurasana. Bring deine Zehen zusammen, die Füße bleiben parallel. Und deine gesamte Vorderseite öffnet sich hier. Wenn du rauskommen möchtest, bleib aktiv in den Armen, komm nach unten auf die Kopfkrone und nach unten löse auf. Das wäre Variante Nummer 1. Wenn es dir extrem schwer fällt, die Knie zusammenzulassen, kannst du dir einen Yogagurt oder irgendeinen Schal oder Gürtel, ganz egal was, irgendwas, was du um deine Beine binden kannst. Und zwar so, dass du gegen den Gurt pressen kannst und die Knie dann in einer Linie mit den Hüften sind. Du kannst das jetzt isoliert von den Klötzen machen oder wenn dir die Klotzvariante gefallen ist und das dazu nehmen willst, kannst du auch beides zusammen machen. Deine Wahl. Komm in deine Ausgangsposition auf dem Rücken, angewinkelte Knie, Füße aufgestellt, Hände entweder auf deinen Klötzen oder auf der Matte. Und dann komm nach oben, press in die Füße, press in die Hände,
Press noch ein Stückchen weiter. Und was jetzt mit dem Gurt passiert, ist, dass du eigentlich nicht mehr so viel Kraft in den Beinen brauchst, um die Knie wirklich in einer Linie mit deinen Hüften zu behalten. Weil wenn du nach außen presst, dann ist ja der Gurt, der dich hier festhält. Dann löse auf, komm wieder nach unten. Wenn du möchtest, kannst du als nächstes auch mal das Rad ohne die Klötze probieren. Und was man auch noch machen kann, um das sich ein bisschen leichter zu machen, ist auf die Zehenspitzen zu kommen. Das kannst du auch mal ausprobieren, entweder mit den Klötzen gegen die Wand oder du nimmst jetzt deine Hände neben die Ohren, Fingerspitzen zeigen zu dir, die Ellenbogen zeigen gerade nach oben und dann kannst du auch hier einmal dich nach oben pressen mit dem Gesäß, dann die Arme drücken, nach oben kommen und hier auf den Zehenspitzen bleiben. Das nimmt ein bisschen Spannung in der Vorderseite raus. Kannst du dann auch probieren, wie sich das anfühlt, wenn du die Füße wieder nach unten holst. Dann löse auf, komm wieder nach unten. Wir gehen noch in eine weitere, nicht Variante, aber wir machen die Übung noch einmal, also in eine Wiederholung. Und du kannst für dich jetzt mal auswählen, ob du die volle Haltung probieren möchtest oder ob dir eine der Varianten lieber sind. Wenn du merkst, dass du hier mit den Armen Probleme hast, könntest du als letzte Variante, die ich dir noch zeigen kann, auch deinen Strap um deine Oberarme bringen, sodass die ungefähr schulterbreit sind. Dann deine Hände neben dich bringen. Ich finde das total komisch, aber manchen Leuten hilft das. Und dich dann hier so nach oben pressen, weil dann hast du nämlich auch ein bisschen Kraft raus, die du halten müsstest sonst, um deine Arme beieinander zu lassen. Und dann löse auf, komm wieder nach unten. Lass deine Knie noch kurz aufgestellt nach oben zeigen und hol dann die Knie Richtung Brust. Gib dir selbst eine Umarmung. Spür, wie der Unterrücken wieder an Länge gewinnt. Vielleicht möchtest du sogar die Augen schließen. Und lass mit jeder Ausatmung Spannung los, die noch irgendwo im Körper gehalten wird. Lass dich hier ganz sanft und weich werden. Und wenn du es gerade vielleicht zum ersten Mal in das Rad geschafft hast, dann sei stolz auf dich, freu dich drüber. Vielleicht spürst du auch diese Energie, die sich im Körper ausbreitet, wenn man die Vorderseite öffnet. Dann lass die Knie los, bring die Füße wieder nach unten, roll dich auf eine Seite ab und drück dich mit der oben liegenden Hand wieder in Sitzen. Komm noch in eine Gegenhaltung. Dafür winkel deine Knie an, bring deine Arme von unten an die gegenüberliegenden Schienbeine und lass dann den Kopf schwer nach unten sinken, lass den Rücken rund werden. Das ist eine restaurative Variante von der sitzenden Vorwärtsbeuge und spür, wie hier richtig viel Länge im Rücken geschaffen wird. Lass auch hier mit jeder Ausatmung alles los, was du noch an Spannung im Körper entdeckst. Komm wieder ein bisschen zurück zu dir, komm
wieder bei dir an. Es langsam wieder auf. Und die einzige Haltung, die jetzt noch übrig ist, ist Shavasana. Du kannst dir hier gerne eine Rolle unter deine Knie legen, ein dickes Kissen oder eine Decke, die du zusammengerollt hast, um dem unteren Rücken noch ein bisschen mehr Entspannung zu geben, die wir jetzt ganz schön gefordert haben. Und dann nimm dir ein paar Momente, um es dir hier so richtig bequem zu machen. Lass die Füße entspannt nach außen fallen. Rück die Arme ein Stückchen vom Körper weg. Die Handflächen zeigen nach oben. Lass die Schultern los. Lass den Kiefer weich werden und die ganzen kleinen Muskeln um die Augen herum. Werde ganz sanft und weich im ganzen Körper. Stell dir vor, du wärst wie Wasser, das sich im Boden verteilt, versickert. Lass deinen Ujjayi-Atem gehen und komm zu einer ganz passiven und natürlichen Atmung zurück. Saug hier in Shavasana die Effekte deiner Praxis auf. Spür, was sich im Körper, im Geist, in den Gefühlen verändert hat. Und genieß die Ruhe in Shavasana. Sobald es Zeit ist, wieder aufzuwachen, lass ich es dich wissen.
Spür dich hier schwer und entspannt auf deiner Matte liegen. Spür in die Kontaktpunkte deines Körpers mit deiner Unterlage hinein. Spür die Fersen, die Waden, den Po, die Schultern, deine Arme, Handrücken und den Hinterkopf. Nimm jetzt einen tiefen Atemzug und spür dich so von innen. Spür die Bauchdecke, wie sie sich nach oben wölbt, die ganzen Lungen voll mit Luft füllen lässt. Fang dann an, deine Zehen zu bewegen, die Finger zu bewegen, mit den Fuß- und Handgelenken zu kreisen. Und streck dich vielleicht sogar mal aus. Wann immer du bereit bist, kannst du dich auf eine Seite abrollen, da kurz Pause machen in der Embryonalstellung. Bedank dich hier bei dir für deine Praxis, dieses Geschenk, das du dir gemacht hast. Und dann presst dich mit der oben liegenden Hand zurück ins Sitzen. Komm noch für einen Moment in eine bequeme Haltung, im Schneidersitz, vielleicht auf einem Klotz. Lass die Hände auf deinen Knien ruhen, die Augen noch geschlossen. Spür in deinen Atem hinein. Und sag dir im Geist das Mantra oder die Affirmation: Ich vertraue. Ich bin sicher. Ich vertraue. Ich bin sicher. Bring dann die Hände in die Gebetshaltung vor dein Herz. Nimm was mit von diesem Vertrauen, von dem sich zeigen, sich präsentieren in deinen Tag. Öffne dann die Augen wieder, komm wieder hier an. Namaste. Danke, dass du mit mir praktiziert hast. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns bald wieder.